Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Ermkrangers zu einem weiteren Part Cry of Fear, Schrei der Angst. Und ihr seht, wir sind jetzt langsam mittlerweile die Leiter runtergeklettert. Und ich war auch schon mal kurz hier vorne, denn ich war eigentlich schon am Aufnehmen, bis ich dann nach ungefähr 10 Sekunden bemerkt habe, halt, du müsstest ja mal die Audiobar Audacity mit aufnehmen, weil es ist ja nicht gut, wenn man nicht die Audio aufnimmt. So. Vier Tore und ein Hebel. So. Mal schauen, welches Tor aufgeht. Die vielleicht. Oder du. Nee. Dann könnt. Ah, okay. Dann sind es noch die Tore hier hinten. Und. Ich höre ein Zug! Ah! Zug! Oh, scheiße. Okay, meine Ohren sind zwar manchmal in vielen Situationen schlecht, aber diesmal habe ich doch richtig gehört und es wäre natürlich wieder eine blutige Angelegenheit geworden, hätte uns der Zug da weggehauen. Aber nun gut. Ich sehe gerade, hier ist ein Lüftungsschacht, also ist es ganz schön, dass uns der Zug hier hergetrieben hat. So, und natürlich bin ich wieder blöd wie die Nacht. Denn ich sollte ja hier, wenn es geht, nicht ohne Messer rumlaufen. Ich vergesse immer wieder, dass ich... Ach, hör doch mal mit dem Geklopper auf. Dass ich beides ausgerüstet haben müsste, weil... Ja, deswegen halt. So, die schmeißen wir mal kurz hin. Hier können wir jetzt... Doch, wir können... Wusste ich ja gar nicht, warum geht denn das auf einmal? Sonst konnte ich gar nicht hochklettern, wenn wir die Flare und das Messer ausgerüstet hatten. Ha, ist auch mal neu. Oder ist mir neu. Und es ist wieder dunkel. Oh, wozu haben wir eine Flare? Ist ja alles schön hier. Oh! Alter! Was willst du, Kack-Ding? Willst du hier? Schnitzelgesicht, du. Geh doch weg. Nicht von schlechten Eltern, wenn man hier rumkraucht und dann kommt irgendwas. Nee, komm. Hier ist es rausgekrochen gekommen aus seiner Kammer. Aus der Kammer des Schreckens, sozusagen. Alter. Ist aber auch fies. Ich stelle mir das ja immer so im Real Life vor, wie das dann im Real Life sich verhalten würde. Und ja, es wäre halt nicht schön, glaube ich zumindest. Und ich bin ganz ehrlich froh, wenn wir ja nicht mehr... Da ist ein Zug. Dementsprechend renne ich mal ganz schnell nach vorne. Und dementsprechend ist das auch richtig. Denn der Zug ist uns nicht nett gesünd. Ah, Mensch. Ab und zu kann ich doch noch ein bisschen denken. Da hinten steht der nächste Zug. Wir könnten ja jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn wir da nochmal hingehen. Aber machen wir nicht. Schon ganz lustig hier. Ach nö, das wird doch wieder so eklig hier. So, die Flare können wir wegschmeißen. Wir bräuchten mal irgendwie so ein... Schönere Musik bräuchten wir. Das ist doch nicht normal, sowas. Das heißt nichts Gutes. Das kann nichts Gutes heißen. Oh mein Gott, ein Zug. Zwei... Hä? Bin ich nicht für ihn hierher gekommen? Ich sagte, du sollst nicht näher kommen, du kranker Psycho. Sieh, wozu du mich gebracht hast. Naja, du hattest es dir wahrscheinlich sowieso selbst zugefügt. Hat er den Typen gerade erschossen? Ich folge ihm besser. Also, wir sind wieder hier. Ah, okay. Und müssen dem Doktor... Ach nee, das ist eine andere Station. Wir müssen The Doctor folgen. Bloß ist die Frage, wo ist The Doctor hingegangen? Ey, Simon.
Pass auf, wir müssen das abspeichern. Hm, da liegt ein Schlüssel am Boden. Hat er den fallen lassen? Ich nehme den besser mit. Bringe zwei Sicherungen nach Hanson Square. Eine davon. Oh, na toll. Inventory ist voll. Was wollt denn ihr von mir? Wie mache ich ihn? Ah, combined vielleicht. Ah, ich habe wieder Batterien für mein Handy. Im Prinzip kann ich die Flares mal wegschmeißen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches mache. Nochmal Drop. Obwohl, warum soll ich die wegschmeißen? Auch blöd, oder? Ne, da kann ich den Schlüssel ja nicht mehr... Wartet mal. So, die Spritze brauche ich... Ich muss die Flares wegschmeißen. Das bringt nichts, du. Das bringt nichts. You got the Ronald Street Key. Ja, schön. Wir müssen jetzt wahrscheinlich zur Ronald Street und uns da was besorgen. Bloß habe ich Angst, dass der liebe Doktor das mit Absicht fallen gelassen hat. Das heißt ja dann normalerweise nichts Gutes. Ha, da geht's nicht lang. Der hält das Gesicht vor uns weg. Wo kam das jetzt her? Ach, da unten im Bett. Im Bett. Dingenskirchenvieh. Ein Bettkotzer. Okay, ein Bettkotzer nenne ich ihn jetzt einfach. So, der Bettkotzer ist wieder weg. Hoffe jetzt, dass Bettkotzer keine Freunde hat. Ach doch. Er hatte einen Freund. Aber mit den zwei Freunden hat sich auch wieder geregelt, ne? Die können jetzt unten in Abteil der Hölle weiterspielen. Von daher, schön. So, ich vermute doch, dass ich jetzt einfach mal hier lang gehen muss. Aber ich nehme mal die Knarre. Habe ich zwar nur einen Schuss für, aber wenn nur ein Vieh kommt, sollte das ja erstmal reichen. Und mittlerweile habe ich dazu gelernt, liebe Freunde. Wenn hier eine Tür ist, drücke ich natürlich auf E, um sie zu öffnen und mache nichts anderes. So, jetzt hängt das Spiel? Nee. Wunderbar. Da geht's wieder lang, da habe ich Angst vor. Habe ich es überhaupt? Wartet mal, das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt schauen, ob ich gespeichert habe. Wenn ich nicht gespeichert habe, ist das blöd. Aber Simon ist ja ein Durchschnittsamerikaner, ist schnell, ist trainiert und deswegen können wir da eigentlich mal relativ chillig rüber sprinten. So, do. Okay, er ist doch nicht schnell. Er ist doch nicht schnell, der liebe Simon, aber na gut, laufen kann man ja auch, laufen ist auch mal eine schöne Sache. Schön spazieren gehen, Mensch, das ist gut für die Knochen, das ist gut für die Beine, das ist genau, ich habe nämlich nicht gespeichert, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, ich habe nämlich nicht gespeichert, wäre ich jetzt tot, bläh, hätte die Arschkarte gezogen. Von daher ist das doch ganz gut, dass ich da ab und zu mal paranoid bin und nachgucke. So, den hat er, wie es aussieht, ein bisschen... Igitt. Ist ja eklig. Ist ja pervers, der Doktor. Den Doktor müssen wir sowieso mal besuchen. Vielleicht kann der sich auch um die psychischen Probleme von Simon kümmern, die er anscheinend hat. Denn ab und zu, was hier passiert, das ist ja nicht ganz... Ja, ganz normal, sag ich mal. Es hat nicht der Durchschnittsteenager im Kopf, was der Simon sich da immer hier vorstellt und denkt. Und ich rede jetzt nicht von den perversen Sachen. Nein, ich rede von den bösen Sachen, die hier passieren. So, abgespeichert habe ich. Und jetzt geht's hier lang. Ach, warum wusstest du, Dreckfresser? So, dementsprechend habe ich jetzt nur noch Handy, weil ich ja mal so schlau war, das wegzupacken. Hä, denke ich kann wieder Licht machen mit meinem Handy.
Ich hatte doch eigentlich eine Phone-Batterie, oder? Ach, der Simon muss die erst einsetzen und jetzt geht das erst. Wollte gerade sagen, da hätte ich mich ein bisschen gerollt gefühlt. Aber nur ein bisschen. So, zur Ronald Street. Hier steht natürlich nichts von beiden ausgeschildert. Muss ich einfach mal hier lang laufen. Obwohl mir das alles hier gar nicht gefällt. Hat der Busfahrer vielleicht eine Knarre? Hohohoho. Strappelpeter, Mensch. Vor dir habe ich langsam keine Angst mehr. Aber du bereitest mir Freude. Jetzt mal, wenn ich dich sehe. Da ist es, als ob ich in den Spiegel gucken würde, ne? Kennst du ja. Alter, der lässt sich jetzt gar nicht mehr töten und drauf hier weg mit dem Zombie. Und ihr wisst, warum ich mich hier so freue. Wir haben eine schöne Maschinengewehr bekommen hier. Da kann ich jetzt... Was schmeiß ich denn weg? Ich glaube, ich schmeiße mal gar nichts weg. Ich mache nämlich einfach gut und wummere mich hier mal ganz schnell. Upsala, die Spritze rein und habe dann auch wieder hier Platz dementsprechend für dieses schöne Geschoss hier. Ich glaube, den Platz brauche ich auch. Oh mein Gott, was ist das da? Jungs, ich glaube, ich speichere erstmal ab hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Schönes Wochenende übrigens noch.